Dann würde ich meinen Referenten des heutigen Abends gerne im Video dazuschalten. Und von meiner Seite gilt es dann eben zu sagen, dass wir heute ein Thema haben, beziehungsweise Corona uns in dem letzten Jahr immer wieder neue Aufgabenfelder gezeigt hat und auch gezeigt hat, dass neue Pflichten auf die Vereine zukommen. Deswegen haben wir mit dem Thema Kontakterfassung und wie läuft das über eine App ab. Nicht ein Thema, was seit gestern irgendwie auf der Tagesordnung der Vereine steht, sondern es war im letzten Jahr ja auch schon mal präsent, aber mit dem bevorstehenden Restart die ganze Diskussion rund um die Freigaben für Geimpfte zum Wochenende verfolgen Sie sicherlich ganz aufmerksam. Und dabei rückt natürlich das Thema Kontakterfassung und wie läuft das im Optimalfall ab in den absoluten Mittelpunkt. Und dafür ist es natürlich jetzt ein ganz toller Zeitpunkt, dieses Thema in den Fokus zu rücken, dieses Thema im Fokus zu haben. Und besonders heute, quasi zwei Tage vor Restart in gewissen Altersgruppen oder in gewissen Bevölkerungsgruppen im Sport, und die Inzidenzen sinken auch, Gott sei Dank, wieder, sodass das Thema brandaktuell ist und gut platziert ist, und wir uns freuen, dass wir jetzt heute dieses Webseminar gemeinsam anbieten können. Herr Hillebrand habe ich schon kurz namentlich vorgestellt. Er ist ein Mitarbeiter der Kokos AG, die in Düsseldorf sitzt und mittlerweile Partner von einigen Sportverbänden in Deutschland, aber insbesondere auch in Rheinland-Pfalz ist, denn so sind alle Sportbünde in Rheinland-Pfalz eine Kooperation mit der Kokos AG eingegangen, und diese bietet mit ihrer App Inscribe allen Vereinen, die Mitglied im Sportbund Rheinland, im Sportbund Rheinhessen oder auch im Sportbund Pfalz sind, die kostenlose Variante an, und nicht nur die kostenlose Basisvariante, sondern die Premium-Version, die entsprechend dann auch mehrere Vorteile hat, die uns der Herr Hillebrand heute Abend zeigen wird. Also wir wollen eine möglichst einfache Lösung schaffen, mit der man den ganzen Check-in-Prozess digital abbilden kann, möglichst einfach abbilden kann und eben möglichst schnell abbilden kann, sodass eben der Spaß an der Aktivität, die man gerne machen möchte, sei es Sport, Training, Spiel, nicht verloren geht, sondern dieser Prozess der Kontaktliste, des Eincheckens sich einfach integriert und fast eigentlich gar nicht möglich ist oder gar nicht merkbar ist, wenn man letztendlich diese Aktivität aufsucht. Das Ganze, ich hatte eben schon angefangen, ist auf Basis von QR-Codes gestaltet. Diese QR-Codes können entsprechend aufgehangen werden an den Trainingsstätten, überall da, wo sie letztendlich gebraucht werden, da letztendlich, wo Kontaktdaten erfasst werden müssen, da letztendlich, wo Menschen unterwegs sind. Und diese Struktur der QR-Codes kann dabei eben entsprechend flexibel festgelegt werden. Beispiel, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne, ich habe eine Trainingshalle, in der ich gerne verschiedene Leute oder verschiedene Vereine letztendlich tracken möchte, beziehungsweise die Kontaktdaten erfassen. Dann kann ich entsprechend alle aufhängen. Ich möchte nur, dass Leute letztendlich in das Gebäude reingehen und das Gebäude wieder verlassen. Oder ich kann es eben noch granularer machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe dann in dem Hallen kommen verschiedene Hallen. Ich habe auch noch eine Umkleide und ich habe irgendeinen Gastronomiebetrieb, der angeschlossen ist. Das heißt, da kann ich dann nochmal eine Ebene auch entsprechend weiter runtergehen und da auch nicht nur sagen, die Leute sind im Gebäude, sondern ich kann auch eben schauen, wo sind denn die Leute im Gebäude, um da eben auch nachvollziehen zu können, wer hat denn letztendlich mit wem im Kontakt gestanden. Das ist ja letztendlich nicht jede Konste in Richtung Corona. Wer hat mit wem letztendlich Zeit verbracht, Kontakt gehabt, und wer muss entsprechend dann im Falle einer positiven Corona-Infizierung entsprechend dann auch benachrichtigt werden, kontaktiert werden und entsprechende weitere Maßnahmen einleiten. Wichtig dabei ist, dass das Ganze für jeden Verein einzeln aufgesetzt werden kann. Das heißt, was wir nicht machen, ist, sage ich mal, ich sehe einen Finger. Ja, meinen, genau. Eine Frage kommt hier schon raus von Klaus Wirz, wie das mit Teilnehmern ist. Er nennt hier ganz besonders Kinder, die aber kein eigenes Handy besitzen. Genau. Wir haben
um das nur als Kontext zu geben, InScribe parallel zum Beispiel auch in Pflege- oder Altenheimen im Einsatz. Und da haben wir eine relativ ähnliche Problematik, dass da manche Leute einfach eben keine Smartphones haben. Und da gibt es dann die Option, also eigentlich ja, die Option, weitere Leute entsprechend mit einzuchecken. Das heißt, da kann bei einem Check-in, kann nicht nur ich mich, Julian Hillebrand, einchecken, sondern ich kann da entsprechend auch verschiedene Leute mit einchecken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Gruppe unterwegs bin, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, kann ich die entsprechend über mich mit einchecken. Wir haben aber auch den Anwendungsfall, dass dann zum Beispiel dieser Eincheckprozess in dem Fall zum Beispiel von dem Trainer übernommen wird, dass der Trainer entsprechend dann zu Beginn des Trainings entsprechend die ganze Gruppe einmal eincheckt, natürlich schaut, wer ist da, wer ist eben nicht da und dann eben die ganze Gruppe einmal über sein Check-in entsprechend mit eincheckt und entsprechend am Ende des Trainings auch wieder auscheckt, wenn das Training vorbei ist. Konnte das die Frage beantworten? Ich glaube schon, ja. Okay. Genau. Wie gesagt, also was es gibt, ist eine Rheinland, eine Sportbund Rheinland Instanz, sage ich mal. Das heißt letztendlich eine separate Version, die aufgesetzt wurde, nur speziell für den Sportbund Rheinland, über die verschiedenen Accounts letztendlich erstellt werden können. Und da gibt es jetzt erstmal auch keine Limitierung. Also da kann man sich zum Beispiel als Verein überlegen, möchte ich zum Beispiel einen vereinsweiten Account haben? Das heißt, eine zentrale Stelle, eine zentrale Person, die den Account managt und entsprechend die verschiedenen QR-Codes entsprechend aufsetzt und verwaltet. Oder möchte ich das Ganze auch noch weiter runterbrechen? Möchte ich zum Beispiel, dass die verschiedenen Sportarten sich einen eigenen Account machen, dass die verschiedenen Trainingsgruppen innerhalb der Sportarten, die können sich auch einen eigenen Account machen. Jeder Trainer kann sich einen eigenen Account machen. Das heißt, auch da ist es relativ flexibel gestaltet. Und jeder kann sich da entsprechend dann diesen Account erstellen und für sich entsprechend verwalten. Die Daten, die dann entsprechend eingegeben werden von den Teilnehmern, von den Gästen, werden dann entsprechend gespeichert in einer Kontaktliste, in einem einfach zu lesenden CSV-Format, was dann später exportiert werden kann und eben im Falle einer Infektion entsprechend auch an das Gesundheitsamt dann übermittelt werden kann zur Kontaktnachverfolgung. Ich würde einmal kurz noch auf den Datenschutz eingehen, weil ich das einfach als sehr, sehr wichtiges Thema finde. Wir haben uns bei InScribe dagegen entschieden, einen zentralen Datenspeicheransatz zu wählen. Wir sehen das bei anderen Lösungen, die relativ stark darauf gehen, letztendlich alle Daten, die gesammelt werden, innerhalb der Kontaktliste auf einen Server zu packen. Was vielleicht, sage ich mal, den Komfort im Umgang mit der App erhöht. Was das genau heißt, werde ich gleich nochmal in der Demo konkret zeigen. Aber das Risiko extrem erhöht, weil dann letztendlich packe ich alle Kontaktlisten, alle personenbezogenen Daten auf einen einzigen Server. Und das heißt, ein Hacker in dem Fall, der irgendwelche bösen Absichten hat, kann letztendlich einfach auf diesen Server gelangen im schlimmsten Fall und alle Daten auf einmal sich abgreifen, herunterladen und damit eben Dinge machen, die er nicht damit machen sollte. Deshalb haben wir uns für einen dezentralen Ansatz entschieden. Das heißt, die Daten werden direkt auf dem Gerät verschlüsselt und entsprechend auch nur irgendeiner Art und Weise verschlüsselt übertragen. Und wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der Account-Ersteller bekommt beim Erstellen des Accounts einen eigenen weiteren privaten Schlüssel. Dieser private Schlüssel wird nur auf dem Endgerät des Account-Erstellers generiert und bleibt auch nur da. Und nur mit diesem Schlüssel lassen sich dann letztendlich die Daten bzw. die Kontaktliste auch wieder entschlüsseln. Das heißt entsprechend, das meine ich eben mit Komfort. Man gibt ein Stück weit Komfort auf, sage ich mal, weil man entsprechend diesen einen Schlüssel gut verwalten muss. Ja, der Schlüssel wird auf dem Endgerät des Accountinhabers erstellt, bleibt, wie gesagt, da und kann entsprechend von uns auch nicht wiederhergestellt werden. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass auf diesen privaten Schlüssel extrem gut aufgepasst wird. Auf der anderen Seite kann man aber eben damit sicher gehen, dass wirklich die Daten nur von dem entschlüsselt werden können, der sie entsprechend entschlüsseln soll. Und das ist dann entsprechend dann der Trainer, der Verein, je nachdem letztendlich, wer den Account entsprechend aufgesetzt hat.
Und jetzt würde ich eigentlich mal gerne direkt, falls jetzt nicht noch kurz vorher Fragen sind, einfach mal in die App reinspringen und Ihnen einfach mal zeigen, wie das aussieht, wie man sich da einen Account erstellt und wie man das Ganze dann auch verwaltet, beziehungsweise wie man letztendlich auch zu den QR-Codes kommt. So, eine Sekunde. Mit einer Frage dazwischen. Hans-Peter Späth fragt, wenn jetzt einer die Gruppe eingecheckt hat, kann man dann auch einzeln wieder auschecken oder geht das auch wiederum nur gesamt einmal für die Gruppe? Die Gruppe in der jetzigen Umsetzung kann man sie nur gesamt auschecken. Es wird allerdings relativ zeitnah ein weiteres Update geben, wo es nochmal ein separates Feature gibt, um auch nochmal Leute dann separat entsprechend auszuchecken. Genau. So, ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm, denn da sehen Sie jetzt nämlich, wie das Ganze dann einfach mal in der Praxis aussieht und was die vielen Worte, die ich gerade gesagt habe, dann eigentlich bedeuten, beziehungsweise wie die ganzen auch als App dann aussehen. Inscribe ist eine sogenannte Web-App. Das heißt, Sie müssen sich keine App aus dem App-Store herunterladen etc., sondern letztendlich, ich sag mal, prinzipiell einfach eine Webseite aufrufen. Das haben wir gemacht, um einfach die Akzeptanz zu erhöhen und einfach den Zugang einfacher zu machen. Ja, also, dass man eben nicht sich erst noch eine App runterladen muss, sondern da letztendlich jeder, der das jetzt auch vielleicht spontan nutzen möchte, muss, da ganz einfach drauf Zugriff bekommt und letztendlich sich da entsprechend mit einchecken kann und seine Kontaktdaten entsprechend mit erfassen kann. Die Inscribe-Instanz, speziell jetzt für den Sportbund Rheinland, ist, Sie sehen das hier, ich glaube, das wurde auch schon mit Ihnen geteilt, aber ich denke, das werden wir im Nachgang des Webinars auch sicher noch einmal rumschicken, ist dann entsprechend inscribe.sport-rheinland.de und da ist dann entsprechend direkt für Sie sichtbar auch der Registrieren-Button. Und womit ich jetzt einfach mal anfangen würde, und jetzt muss ich kurz was dazu sagen, ich persönlich habe jetzt schon einen Account auf der Sportbund Rheinland-Instanz. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt exemplarisch die Account-Erstellung auf einem Demo-Account zeigen. Dort ist allerdings alles gleich, ja, nur das Logo ist anders. Aber da sehen Sie dann einmal genau, wie der Prozess abläuft, welche Daten da eingegeben werden müssen und worauf man da auch so ein bisschen achten müsste. Nachdem Sie auf Jetzt registrieren geklickt haben, können Sie dann direkt den Namen des Accountinhabers eingeben und entsprechend die Mobilfunknummer. Warum die Mobilfunknummer? Die nutzen wir für ein sogenanntes MTAN-Verfahren. Das heißt, diese Mobilfunknummer wird auch entsprechend essentiell wichtig sein, wenn man sich später in seinen Account einloggen möchte. Da gibt man entsprechend wieder auch als, sage ich mal, Login-Namen seine Handynummer an und bekommt dann eine MTAN per SMS geschickt, mit der man sich dann entsprechend in seinen Account einloggen kann. So, dann kriege ich parallel den SMS-Code. Den würde ich jetzt einmal kurz hier manuell eingeben und komme dann schon zum nächsten Schritt. Hier können Sie jetzt Ihren ersten Standort anlegen. Ich habe Standort eben schon mal erwähnt und es gibt eigentlich da zwei Begriffe, die dabei wichtig sind. Auf der einen Seite Standort und auf der anderen Seite Bereiche. Das Ganze ist so aufgebaut, dass ein Standort mehrere Bereiche haben kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme den Standort Halle oder Sporthalle und kann dann sagen, ich habe in dieser Halle verschiedene Bereiche. Ja, ich habe zum Beispiel die Umkleide. Ja, ich kann aber auch sagen, ich habe alle 1, 2, 3, ich habe was auch immer. Ja, jetzt kommt darauf an, was da ist, oder das Sportgelände. Ich kann auch das Sportgelände, ich habe verschiedene Bereiche auf dem Sportgelände, auf dem Sportplatz, im Vereinsheim. Das kommt letztendlich darauf an, was Sie da, wie Sie das strukturieren möchten. Aber so wäre die Beziehung. In dem Registrierungsprozess geben Sie da zunächst erstmal einen Standort bzw. einen Bereich an. Wie Sie mehrere hinzufügen, würde ich gleich nochmal zeigen. Das heißt, hier hätten wir jetzt den ersten Standort angelegt, die Sporthalle, und würden jetzt mal exemplarisch einen QR-Code für die Umkleide erstellen. Das heißt, hier gebe ich noch kurz die Adresse der Sporthalle an, in diesem Fall in Düsseldorf ist, und komme dann zu einem weiteren Punkt, den Zeitraum zur automatischen Abmeldung der Gäste.
Wenn sich ein Gast anmeldet, und auch das werde ich gleich nochmal zeigen, scannt er den QR-Code, checkt sich ein und ist dann erstmal angemeldet. Das heißt, präsent dargestellt in der Kontaktliste. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Gast, das Mitglied, wie auch immer, sich beim Verlassen des Geländes, der Halle, des Gebäudes entsprechend vielleicht einfach vergisst, sich auszuchecken. Dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, wenn das bei relativ vielen Leuten passiert, dass sehr viel offene Check-ins letztendlich offen bleiben in der Kontaktliste. Das heißt, sie hätten, wenn sie hinter eine Kontaktliste ziehen müssen, ganz viele Check-ins, aber ganz wenige Check-outs in diesen Fällen. Und darum haben wir entsprechend die Funktionalität eingebaut, einen automatischen Checkout auszuführen. Das heißt hier, für den Standort können Sie da verschiedene Zeiträume eingeben. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an und das raten wir, die Zeit einzustellen, sage ich mal, was das Maximum möglich Vorstellbare ist, wie lange eine Person da bleibt. Also wenn ich jetzt mal sage, wir sind hier zum Beispiel in einer Sporthalle, ist das Maximum vielleicht also ein Tag. Also wenn die Person jetzt wirklich 24 Stunden in diesem Gebäude war, kann man sehr sicher davon ausgehen, dass die Person entsprechend vergessen hat, sich auszuchecken. Das Ganze kann auch kürzer sein. Das Ganze kann aber auch entsprechend länger sein. Also wir haben zum Beispiel Hotels, wo es eingesetzt wird, oder Jugendherbergen. Und da kann es natürlich auch mal dann sagen, okay, ich mache jetzt 2 Wochen, ja, weil ich normalerweise Gäste habe, die dann meistens eine Woche bleiben. Wenn jemand 2 Wochen immer noch eingecheckt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Person sich entsprechend einfach vergessen hat, auszuchecken. Das heißt, hier können Sie schon einmal einstellen, wie lange diese Zeit ist, um am besten Fall dann eben Datenmüll einfach in der Kontaktliste zu vermeiden. Ich würde es einfach mir auf einen Tag lassen. Im nächsten Schritt bekommen Sie dann eben das, was ich eben angesprochen habe. Das ist Ihr privater Schlüssel. Dieser private Schlüssel wird wirklich nur auf dem Endgerät, auf dem der Account erstellt wird, generiert und auch dann entsprechend nur dieses eine Mal für Sie angezeigt. Das heißt, diesen Schritt, da muss man einfach sehr gut aufpassen, dass man den Schlüssel dann nicht verliert. Wir haben einen Schritt eingebaut, um das einmal, sage ich mal, zu überprüfen. Das heißt, sobald Sie einen Account erstellen, müssen Sie zunächst einmal den Schlüssel herunterladen. Das heißt, er wird zumindest, falls er irgendwann mal verloren geht, vielleicht noch in Ihrem Downloads-Ordner geben sein auf dem Computer. Das haben wir so ein bisschen als Plan B mit eingebaut. Im nächsten Schritt der Registrierung fordern wir Sie aber entsprechend auch nochmal auf, diesen Schlüssel zur Verifizierung hochzuladen. Das heißt, hier im Schritt werden Sie noch einmal darum gebeten, die Schlüsseldatei, die Sie gerade heruntergeladen haben, entsprechend noch einmal hochzuladen, damit wir entsprechend oder dass die Inscribe-Lösung verifizieren kann, okay, die Datei wird wirklich gespeichert, heruntergeladen und ist entsprechend dann auch offline verfügbar. Nachdem das gemacht wurde, kommen wir eigentlich schon zum ersten QR-Code. Diesen QR-Code können Sie entweder direkt hier runterladen oder kommen dann entsprechend gleich in den nächsten Schritt, das zeige ich Ihnen dann, in die Verwaltung des Ganzen. Das ist dann eigentlich schon der Registrierungsprozess. Den haben wir auch versucht, möglichst einfach zu gestalten, aber so zu gestalten, dass auf jeden Fall erstmal ein QR-Code rauskommt und Sie da auch, wenn Sie es erstmal testen wollen, eigentlich dann direkt loslegen können mit Eincheckversuchen etc. Jetzt würde ich einmal zurückspringen in die Sportbund Rheinland-Instanz und Ihnen dann einmal zeigen, wie der Check-in aussieht, beziehungsweise dann auch, wie Sie natürlich die Daten verwalten können. Der Check-in sieht folgendermaßen aus. Das heißt, so eine Seite würde der entsprechende Gast, Teilnehmer, das Mitglied sehen, nachdem der QR-Code gescannt wurde. Diese Seite wird sich dann natürlich wahrscheinlich auf dem Smartphone öffnen. Und es wird erstmal abgefragt, zum Beispiel, ob Daten gespeichert werden dürfen, ob Cookies gespeichert werden dürfen. Was Sie nämlich sehen hier, ist, dass verschiedene Datenpunkte ausgefüllt werden müssen. Und was wir eben vermeiden möchten, ist, dass der Nutzer, der Gast, sich jedes Mal komplett neu eintragen muss. Wir möchten ja nicht, dass der alle Daten jedes Mal ausfüllt, sondern wir möchten entsprechend, dass die Daten vorgehalten werden müssen oder vorgehalten werden können. Und da setzen wir entsprechend auf Cookies. Cookies immer ein heikles Thema. Und darum möchte ich hier kurz eben ausführen, was wir da eigentlich genau machen. Bei uns geht es eben nicht darum, dass durch Cookie erlauben die Daten irgendwo hingeladen werden und die Daten dann trotzdem irgendwo anders verfügbar sind, sondern Cookie entsprechend hier nur dafür genutzt, dass die Daten auch wiederum lokal auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden.
Auch da, aufgrund der DSGVO, müssen wir dieses Banner entsprechend schalten. Aber da gehen wir entsprechend hin und speichern die nur lokal. Da auch wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen Einfachheit und Datenschutz. Wenn wir die Lösung gewählt hätten, dass durch Cookies die Daten auf einen Server geladen würden, könnten wir sicherstellen, dass sie immer verfügbar sind. Da wir sie nur lokal speichern auf einem Cookie, kann es entsprechend sein, falls das Smartphone neu gestartet wird, dass die Daten einmal weg sind. Das muss man eben so ein bisschen sagen. Da haben wir uns eher entschieden, die Lösung zu wählen, wo wir wirklich sicher gehen können, dass die Daten lokal vorgehalten werden und eben entsprechend der Datenschutz auch gewährleistet ist. Aber trotzdem noch so ein bisschen Komfort eben mit reinzubringen, dass die Daten dann trotzdem eben lokal auf dem Cookie gespeichert werden und hier automatisiert ausgefüllt werden, ab dem zweiten Check-in entsprechend, nachdem ich die Daten zumindest einmal entsprechend eingetragen habe. Wenn ich das eben richtig mitbekommen habe, ich habe eine Frage von Daniel Klick hier im Chat vorliegen. Sie haben die Uhrzeit bzw. die Dauer des gesamten Check-ins beschrieben. Habe ich das übersehen oder gibt es keine explizite Uhrzeit zum Check-out? Also kann ich nicht explizit sagen, okay, um 17.50 Uhr ist aber Check-out und nicht in 3 Stunden. Also hier ist der automatische Checkout. Also da müssen wir einmal differenzieren. Dieser automatische Checkout-Prozess, der ist eigentlich nur, sage ich mal, um die Leute abzufangen in der Kontaktliste, die vergessen haben, sich auszuchecken. Mhm. Was wir jetzt gleich sehen, ist dann der Prozess, wie er, sage ich mal, im besten Fall läuft. Ja, das heißt, der Gast checkt sich ein um, was haben wir jetzt, 18.33 Uhr und checkt sich dann gleich um 18.45 Uhr aus. Und dann wird auch wirklich 18.45 Uhr natürlich in die Kontaktliste geschrieben. Also bei dem Zeitraum, den Sie eben gesehen haben, der ist wirklich nur dann, ich vergesse mich auszuloggen. Ja, und dann ist, sage ich mal, die maximale Zeit, wo man dann davon ausgehen kann, dass der Gast wirklich vergessen hat, sich auszuloggen, um dann eben die Daten einfach sauber zu halten. Okay. Aber beim normalen Checkout wird dann die ganz genaue Zeit entsprechend gespeichert, wann er sich auscheckt. Okay. Frage beantwortet, Herr Klink, oder? So, dann würde ich einmal kurz hier meine Daten eingeben. So, und dann noch kurz auf ein paar Optionen eingehen. Auf der einen Seite sehen Sie hier entsprechend das Feld, weitere Personen mit hinzuzufügen. Das heißt, wenn eben die Gruppe da ist, auch da, falls dann bald wieder hoffentlich möglich ist, wenn Events stattfinden, wenn man da zum Beispiel eben als Gruppe hinkommt, dass man da entsprechend sich auch entsprechend als Gruppe einchecken kann. Oder eben, wenn die Trainingsgruppe trainiert, dass man da auch entsprechend dann die Teilnehmer mit einloggen kann. Dann sehen Sie zwei weitere Punkte darunter, zwei Checkboxen. Die eine sagt, dass man gerne dazu bereit ist, auch die Daten für mehr als 30 Tage zu speichern, für Mehrwertdienste. Hier auch gerne nochmal, möchte ich den Punkt betonen. Dieser Punkt heißt nicht, dass wir als Cocos AG, als Betreiber in irgendeiner Art und Weise Zugriff zu den Daten bekommen. Auf gar keinen Fall. Da ändert sich nichts dran. Dieser Punkt heißt aber, dass Sie in diesem Fall dem Betreiber des Accounts, in dem Fall zum Beispiel dem Verein, der Trainingsgruppe, die Möglichkeit geben, ein Opt-in, ein Marketing-Opt-in-Verfahren zu starten. Das heißt, dass Sie da dem Accountinhaber signalisieren, ey, ich finde interessant, was du machst. Bitte kontaktiere mich über Dienst. Das heißt, Sie sagen, okay, ich bin damit dann in die Zugverfolgung gespeichert werden, genutzt werden, sondern ich bin auch damit einverstanden, dass sie eben für sowas, für Mehrwertdienste entsprechend genutzt werden können. Und auch da dann nur der Accountbetreiber kann dann entsprechend dieses Flag in der Kontakt, also den Zusatz entsprechend in der Kontaktliste sehen und nicht wir als Betreiber. Der zweite Punkt, den habe ich eben schon angesprochen, ist eben auch da die optionale Möglichkeit, die Daten offline auf dem Gerät zu speichern und so dann halt beim nächsten Mal, wenn ich mich einlogge, dann entsprechend direkt auszufüllen, sodass ich mich in dem Fall dann, wenn ich beim zweiten Mal mich einchecken möchte, eigentlich direkt alles ausgefüllt habe und nur noch auf Eintragen klicken muss. Das heißt, da kann ich mich mit einem Klick direkt einchecken. Klinke mich wieder ein. Weitere Personen, wird hier gefragt, werden ohne Adresse eingetragen, beziehungsweise weitere Personen werden dann der Person 1 in der Adresse zusortiert? Genau.
Also da haben wir den Fall gewählt, dass eben entsprechend dann die Person 1 der Kontaktpunkt ist, der dann entsprechend auch kontaktiert wird, was natürlich dann eben auch, sage ich mal, eine Verantwortung in Anführungszeichen mitbringt, dann entsprechend auch Kontakt zu den weiteren Personen mit herzustellen. Okay, das wäre dann in dem Fall quasi der Trainer oder der Übungsleiter, der diese Gruppe eincheckt oder der die Personen eincheckt und der dann informiert wird, so nach dem Motto, das ist jetzt der Punkt. Aber ist dann auf dem Handy oder hat dann der Übungsleiter, ich sag jetzt mal, er hat jetzt keine Liste geführt, händisch nochmal nebendran, hat der dann irgendwo Zugriff auf die Leute, die dabei waren, wenn er es nicht mehr so komplett aus dem Kopf erinnern kann oder vielleicht tatsächlich in der Aufregung irgendwie einen vergisst, kann er da irgendwo nachschauen? Genau, also die weiteren Personen werden auch ganz normal in der Kontaktliste abgelegt. Und ich kann da genau sehen, bei dem Check-in zu der Uhrzeit, an dem Ort, waren diese Personen entsprechend mit in dem Check-in vorhanden. Das heißt, ich als Trainer plus Person 1, 2, 3, 4, 5 waren entsprechend mit vor Ort. Das heißt, der Trainer bekommt eine Info, Achtung, hier gab es einen Kontakt und er kriegt dann auch die Info und das war übrigens deine Liste an dem Tag. Oder muss er die selbst abrufen? Die müsste er abrufen, genau. Also er kann dann in der Kontaktliste entsprechend nachschauen und dann entsprechend sehen, okay, wer war denn an dem Tag entsprechend mit in dem Check-in. Okay. Genau, dann würde ich mich jetzt einmal eben einchecken. Das habe ich gemacht. Und dann sehen Sie entsprechend eben auch schon hier zwei Dinge eigentlich. Auf der einen Seite einmal den Haken, den haben wir jetzt auch bei anderen Sportvereinen, Sportverbänden, der wird einmal nochmal genutzt, um, sage ich mal, eine Verifizierung zu haben, dass die Person sich eingecheckt hat. So nach dem Motto, zeig doch mal kurz den blauen Haken in diesem Fall auf dem Smartphone, dass man einfach nochmal sehen kann, okay, die Person ist entsprechend eingecheckt. Und Sie sehen eben auch die genaue Uhrzeit. Also das ist dann einmal der Punkt des Eintritts, wo sich die Person eingecheckt hat. Und wenn wir uns gleich austragen, dann entsprechend auch nochmal die genaue Uhrzeit, wann dann entsprechend der Austragen-Button gedrückt wird. Nachdem ich mich eingecheckt habe, lande ich, wie gesagt, auf dieser Seite mit dem Austragen-Button. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass ich den Browser schließe. Ich kann natürlich auch versehentlich die Seite schließen, mein Handy neu starten, wie auch immer. Dann gibt es verschiedene Wege, um das Ganze auch wieder aufzurufen. Entweder ich habe die Seite noch offen im Browser, zufällig, falls ich das Handy neu starte, ist sie meistens auch noch da, kann mich entsprechend einfach über den Austragen-Button wieder austragen. Oder aber ich kann einfach den QR-Code zum Check-in nochmal neu scannen. Das heißt, ich würde dann nochmal kurz den QR-Code scannen, den ich entsprechend zum Check-in benutzt habe und würde dann wieder auf dieser Seite landen und hätte dann wiederum die Möglichkeit, auch falls die Seite nicht mehr geöffnet ist, mich entsprechend auch wieder auszuchecken bzw. auszutragen aus der Kontaktliste. Zwei Fragen sind noch aufgelaufen. Mhm. Einmal, wie viele Personen kann ich zusätzlich einchecken oder gibt es ein Maximum an Gruppengröße, die ich zu meiner Liste hinzufügen kann? Nee, das ist unbegrenzt. Also wir haben es auch mit 100, mit 200 probiert. Das funktioniert, da kommt es immer darauf an, einfach wie groß die Gruppe ist. Okay, und zweite Frage ist, die betrifft die Datenspeichergröße oder das Datenvolumen der Datei, die auf dem Gerät abgelegt wird. Ist das irgendwie eine, die deutlich die Funktionalitäten vielleicht des Smartphones irgendwann beschränkt, wenn die zu groß werden, oder ist das im Bereich, den man vernachlässigen kann? Das kann man vernachlässigen. Also ich meine, was auf dem Gerät gespeichert wird, sind letztendlich die Daten, die ich gerade eingegeben habe. Also nicht die Check-in-Daten. Das ist Text und den merkt man auf dem Smartphone gar nicht. Und dann eben die Schlüsseldatei, die man als Account-Ersteller runterlädt, das ist auch einfach, also die merkt man auf gar keinen Fall in irgendeiner Art der Speichergröße. Das sind ganz minimale, kleinste Dateien. Okay, danke. So. Dann würde ich mich einmal eben hier austragen. Dann sehen Sie entsprechend auch die winkende Hand. Und Sie sehen dann eben auch genau hier, was ich eben erwähnt habe, nicht nur das genaue Datum des Check-ins, sondern eben auch das genaue Datum des Austragens. So, das ist entsprechend dann der Prozess für den, der letztendlich sich einchecken möchte, den Gastmitglied. Wie gesagt, eigentlich relativ einfach. Ich scanne, habe entweder meine Daten schon eingetragen, das heißt, sie werden automatisch ausgefüllt. Das heißt, ich scanne, drücke auf Eintragen und bin drin. Oder eben, ich bin zum ersten Mal da, muss kurz meine Daten eingeben, aber da eben auch dann nur die Adresse bzw. die Kontaktdaten und kann dann entsprechend meine Daten für später vorhalten und bin dann auch eigentlich relativ zügig eingecheckt.
Dann würde ich einmal eben auf die andere Seite wechseln. Ich merke, oder ist eine Frage? Die Teilnehmer sind sehr in der Praxis zu Hause und kommen gute Fragen dazu. Hans-Peter Späth fragt, geht es denn nachträglich, Personen einzuchecken, die zu spät kommen? Ist ja jetzt auch in dem einen oder anderen Fall immer mal wieder üblich. Öffentlicher Nahverkehr hat Verspätung oder ich kam nicht früh genug zu Hause weg oder ich habe im Stau gestanden, wie auch immer. Also auf jeden Fall komme ich nicht zu dem Zeitpunkt, wo alle eingecheckt werden, sondern ich bin später, klopf an die Tür, kann mich der Trainer dann nachträglich dort einchecken oder muss er dann einen neuen Prozess starten? Wenn der Trainer alle eincheckt, was, sag mal, relativ selten der Fall ist, kommt natürlich auf die Trainingsgruppe an, aber mittlerweile haben ja auch sehr viele Kinder entsprechende Smartphones, mit denen das Ganze funktioniert. Wenn eben der Prozess da ist, dass der Trainer alles eincheckt, ja, wäre das dann einmal der Weg, den man gehen müsste, einmal kurz die Gruppe austragen, die Person hinzufügen und sagen, okay, jetzt ist die neue Liste da. Falls die Person natürlich ein eigenes Smartphone hat, kann sie sich ganz einfach selber einchecken. Also da wäre der Prozess dann ganz normal. Ich sehe den QR-Code, komme später, sehe den QR-Code und checke mich entsprechend noch zusätzlich ein zum Training. Genau. Jetzt wechseln wir einmal die Seiten. Das heißt, gerade waren wir auf der Seite des Teilnehmers, des Gastes, derjenige, der sich eincheckt. Jetzt wechseln wir einmal auf die Seite des Account-Betreibers, des Account-Erstellers. Der findet die Möglichkeit, hier sich über den Login einzuloggen mit der eben erwähnten Handynummer, die entsprechend beim Aufsetzen des Accounts eingetragen wurde und die letztendlich hier für den SMS-TAN-Prozess genutzt wird. Jetzt habe ich gerade parallel eine SMS bekommen. Die trage ich hier direkt mit ein. Das ist der Code. Und dann würde ich entsprechend hier auf dem Dashboard landen, wo ich den Account entsprechend verwalten kann. Da würde ich jetzt einmal hierauf eingehen. Das ist eben das Standort-Feature, was wir eben erwähnt haben. Und hier sehen Sie jetzt eben einen Standort, der erstellt wurde, mit einem Bereich. Das heißt, hier gibt es jetzt einmal den Standort Testhalle mit dem Bereich Eingang. Ich kann jetzt zum einen diesen Standort natürlich bearbeiten. Das heißt, ich kann A sagen, ich habe mich irgendwo vertippt, ich habe die Adresse falsch eingetragen, etc. Ich möchte die Zeit ändern des automatischen Checkouts, geht natürlich auch. Und ich möchte entsprechend verschiedene Bereiche klassifizieren, anlegen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier den Eingang der Testhalle. Ich kann aber auch einfach mal sagen, ich möchte gerne noch die Umkleide haben, dass ich auch nochmal entsprechend nachvollziehen kann, wo sich die Leute in dem Gebäude bewegen. Oder ich sage entsprechend, ich habe hier nochmal dann die Halle 1 ja, innerhalb des Gebäudes, wo ich dann auch nochmal einen separaten QR-Code haben möchte, um zu sehen, okay, welche Trainingsgruppe oder wer hat zum Beispiel sich in dieser Halle zu welcher Uhrzeit aufgehalten. Eine weitere Frage, die reingekommen ist, ich hoffe, Herr Budenski, dass ich Sie richtig verstanden habe, vielleicht geht es in zwei Richtungen. Auf der einen Seite der Übungsleiter, kann der während der Stunde nachsehen in der Liste, wie viele Leute er jetzt da eingecheckt hat, weil er sie am Anfang nicht wirklich strichlistemäßig gezählt hat? Das könnte die eine Richtung der Frage sein oder die andere Richtung könnte sein, wenn kann ein Vorstand quasi in eine Übersicht sehen, wie viele Leute sich in dieser Halle oder in der Umkleide zu dem Zeitpunkt bewegen. Also nicht namentlich, aber zumindest eine Zahl und dass er sehen kann, okay, hier sind wir jetzt echt an der Grenze in der Umkleide oder die Halle ist jetzt knallevoll und es kann jetzt keiner mehr rein, wir müssen da ein Stoppschild hinhängen oder die Ampel muss auf Rot. Das könnte die andere Richtung der Frage sein. Herr Budenski, wenn das sowohl das eine als auch das andere zutrifft, kurz in den Chat nochmal bestätigen oder eben nochmal neu formulieren. Ansonsten, Herr Hillebrand, die beiden Fragen vielleicht kurz beantworten. Genau. Also fangen wir mit der einen an. Das heißt, der Trainer, ja, der kann sich während des Trainings die Kontaktliste anschauen. Kann zum Beispiel sehen, wer ist letztendlich dann eingecheckt. Das kann ich Ihnen gleich einmal in einer noch nicht, ich sag mal, ganz schön Variante zeigen. Das ist nämlich eines der neuen Features, die entsprechend jetzt relativ zeitnah noch aktiviert werden. Kann ich das Ganze auch auf einem sogenannten Live-Dashboard sehen. Das heißt, ich kann entsprechend in der App nochmal genau sehen, wer ist denn gerade da, in welchem Bereich, in welchem Teil der Halle, beziehungsweise dann übersetzt, mit welchem QR-Code, sage ich mal, ein,
gecheckt. Und dann geht das nämlich entsprechend, sage ich mal, auf die andere Frage rüber. Dieses Live-Dashboard kann sich dann auch entsprechend der Vorstand etc. anschauen. Und über das Live-Dashboard kann dann auch eingestellt werden, für Bereich A, B, C oder für Halle 1, 2, 3 möchte ich maximal 20 Leute haben, die da entsprechend rein dürfen. Und da auch entsprechend eine Meldung sehen, okay, jetzt sind wirklich 20 Leute drin. Es sollte jetzt nicht die Person 21 hinzustoßen, sondern diese Person 21 muss jetzt erstmal leider warten, bis entsprechend wieder eine Person dann die Halle verlassen hat. Ich hoffe, das konnte die Frage beantworten. Das klang gut, ja. Also für meine Seite ja. Ich hoffe, Herr Budenski, dass das auch Ihre Frage beantwortet hat. Auf jeden Fall hat er mir zurückgemeldet, dass das die richtige Stoßrichtung der Frage war. Wunderbar, gerne weiter. Sehr gut. Genau, dann würde ich einmal kurz hier die Daten aktualisieren. Habe sie jetzt gerade gespeichert. Habe hier in der Testhalle, wie gesagt, verschiedene Bereiche angelegt und kann dann entsprechend für die verschiedenen Bereiche die einzelnen QR-Codes herunterladen. Ich kann sie einzeln herunterladen. Ich kann sie auch alle gemeinsam herunterladen und dann entsprechend ausdrucken. Wir können Ihnen da auch noch eine Vorlage zur Verfügung stellen, wo man dann auch ein paar Informationen um die QR-Codes gestalten kann. Und da kann man dann entsprechend dann die ganzen ausdrucken bzw. irgendwo hinhängen. Frau Frei-Hermann, kein Problem, Sie waren nicht zu langsam. Herr Hillebrand, ich hoffe, ich störe Sie nicht zu sehr. Denn wenn ich Na, alles gut. Sollten wir so gerne interaktiv halten. Also es macht ja so genau, ich finde das super, dass so viele absolut praktische und vereinsnahe Fragen dazu kommen. Frau Frei-Hermann fragt, ob die 21. Person dann eine Fehlermeldung bekommt, automatisch. Also wirklich geht nicht. Also Sie können sich nicht mehr einchecken. Hier ist schon Schluss, hier ist voll. Genau, also es kommt ein rotes X, das die Person dann entsprechend sieht mit der Meldung, ist gerade voll. Die Person kriegt auch, also das Ganze funktioniert so, und wie gesagt, werden wir doch natürlich dokumentieren und Ihnen entsprechend auch nochmal bildlich als Anleitung zur Verfügung stellen, was ich jetzt gerade erzähle, sobald es entsprechend auf der Instanz dazu geschaltet wurde, dass entsprechend da dann steht, okay, die sind Person 1 in der Warteschlange, die sind Person 2, 3, 4 in der Warteschlange und dann entsprechend, sage ich mal, warten können. Und sobald sich dann das leert in der Halle und wieder Platz ist, springt dann automatisch auch die Ansicht um. Ja, und man kann sich einchecken und entsprechend in die Halle gehen. Also vorher ist auch ein Einchecken gar nicht möglich. Kommt man dann oder bekäme man eine automatische Nachricht aufs Handy? Ich sage jetzt einfach mal, man steht vor der Halle und dattelt irgendwie ein bisschen rum, aber der Ausgang ist auf der anderen Seite, weil das Wegekonzept heutzutage vorsieht oder in Corona-Zeiten vorsieht. Man kriegt nicht mit, wer auf der anderen Seite rausgeht. Hat irgendwelche anderen Apps offen, telefoniert vielleicht, bekommt dann automatisch eine Push-Nachricht. Kann's rein oder wie läuft es? Nee, also Push-Nachricht nicht, weil wir eben in dem Web-App-Umfeld sind. Das heißt, wir sind erstmal da jetzt nicht, uns ist es nicht möglich, Push-Nachrichten zu schicken. Man kann aber einfach die Seite im Browser offen lassen und ab und zu mal reinschauen. Die aktualisiert sich dann automatisch. Und sobald entsprechend es möglich ist, springt sie um und sagt einem entsprechend, okay, jetzt ist gerade wieder Platz. Okay, also muss man aktiv nachgucken. Genau. Genau, das heißt, hier kann ich jetzt die verschiedenen QR-Codes herunterladen. Erhalte sie dann als entweder als ZIP-File, wenn es mehrere sind, oder einfach nur als einzelne Bilddatei und kann sie dann entsprechend weiterverarbeiten. Jetzt würde ich dann direkt einmal zum, sage ich mal, fast Herzstück springen. Das ist dann nämlich eben die digitale Gästeliste. Die digitale Gästeliste bzw. Kontaktliste ist bei uns strukturiert nach Datum. Das heißt, wenn Sie Daten herunterladen müssen durch die Kontaktliste, müssen Sie zunächst erstmal das Datum auswählen, für den Sie die Kontaktliste in sich herunterladen möchten. Sagen wir zum Beispiel, heute ist der 6. Mai. Ich gebe es ein und komme dann entsprechend direkt zu dem nächsten Punkt. Und da geht es dann genau um den privaten Schlüssel, den wir am Anfang bei der Registrierung erhalten haben. Das heißt, hier, bevor Sie die Kontaktliste in irgendeiner Art und Weise einsehen können, müssen Sie entsprechend den privaten Schlüssel einmal hochladen und damit entsprechend sicherstellen, dass Sie wirklich natürlich zugriffsberechtigt sind auf die Kontaktliste, aber eben technisch überhaupt in der Lage sind, die Kontaktliste zu entschlüsseln. Nachdem Sie das gemacht haben, sehen Sie hier eine CSV-Datei, die runtergeladen wird. Und in dieser CSV-Datei, die entsprechend auch nochmal nach dem Tag benannt ist, sehen Sie dann, wer sich entsprechend eingecheckt hat. Ich würde das jetzt einmal kurz zeigen. Dafür muss ich einmal die Anwendung wechseln.
Da sind wir hier. Jetzt haben wir natürlich in dieser Kontaktliste nicht allzu viele Check-ins. Eigentlich nur zwei von mir, aber Sie sehen, glaube ich, hier genau, wie das dann eigentlich passiert. Das heißt, in der Kontaktliste sehen Sie auf der einen Seite den Standort bzw. den Bereich. Sie sehen eben das genaue Datum, wann der Check-in stattgefunden hat, wann der Check-out stattgefunden hat. Und Sie sehen entsprechend die weiteren Daten, die wir eingegeben haben. Das heißt, die Adresse, die Kontaktdaten. Und Sie würden jetzt hier, wir haben jetzt eben keine eingegeben, aber die weiteren Personen, die würden jetzt entsprechend hier hinten aufgelistet werden und wären dann entsprechend auch einsehbar über den Check-in. Und ich könnte entsprechend sagen, okay, wer war denn zu diesem Uhrzeit, mit welchem Check-in entsprechend mit in der Halle, an dem Trainingsort etc. Zwei weitere Punkte. Die eine Frage, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie sie richtig einsortieren kann. Ich lese einfach mal so genau vor, zur Erzeugung des QR-Codes. Mhm. Ist da zwingend ein Handy erforderlich oder kann ich diesen QR-Code, ich hoffe, das kriege ich irgendwie richtig zusammen, weil ich mit der Frage so nicht dann komplett was anfangen kann, aber Sie können vielleicht nochmal die Frage dann konkretisieren, wenn ich es nicht richtig gemacht habe, also der Fragesteller. Brauche ich da zwingend ein Handy oder kann ich den QR-Code, ich gehe davon aus, ich kann den auch am Rechner erstellen und ausdrucken und irgendwie hinhängen, weil zum Abscannen natürlich brauche ich ja ein mobiles Endgerät. Anders geht es ja nicht. Genau. Genau, also zum Scannen, absolut richtig, scanne ich es mit dem Handy ab und da auch nochmal kurz die Anmerkung, sei es jetzt iPhones, aber auch die meisten Android-Geräte haben da auch schon einen QR-Code, meistens QR-Code-Reader meistens mit eingebaut, das heißt, dass es relativ einfach ist, die QR-Codes natürlich auch zu scannen. Auf der anderen Seite die Account-Verwaltung und da würde ich jetzt eben das Erstellen von QR-Codes mit runterfassen. Ja, das geht auf jedem Device, also das kann man auf dem Smartphone machen. Der Einfachheit halber, und wenn man dann entsprechend die Dinger ausdrucken möchte, die QR-Codes, empfehlen wir aber eigentlich auch, das Ganze über einen Desktop-Computer aufzurufen, wenn ich dann irgendwie entsprechend noch eine Word-Vorlage machen möchte oder je nachdem, wie ich die ganzen ausdrucken möchte. Okay, und eine weitere Frage. Die Registrierung in der Web-App, funktioniert die sowohl für Apple als auch Android-Handys? Ja. Ja, also die ist auch da komplett, sage ich mal, plattformunabhängig. Also wenn Sie jetzt die Account-Erstellung meinen, die ist natürlich auch der Check-in ist plattformunabhängig, aber auch die Account-Erstellung ist plattformunabhängig. Aber auch da, wir würden es eher empfehlen, den Desktop-Computer zu nutzen, alleine um sicherzustellen, dass der private Schlüssel sicher weggespeichert ist. Ja, dass man da eben sagen kann, okay, wenn ich den privaten Schlüssel runterlade, dass ich entsprechend den auf einem sicheren Laufwerk, wie auch immer, verstauen kann, um sicherzugehen, dass er auf jeden Fall noch da ist. Also bedeutet für die Vereinsmitglieder, wenn ich das nutzen will im Verein, den Mitgliedern erstmal sagen, registriert euch bitte im Vorfeld über euren heimischen PC, Laptop, Festrechner, wie auch immer. Und wenn ihr dann vor Ort seid, bringt ihr das Handy mit und habt euch dann entsprechend vorregistriert und könnt euch einchecken. Genau. So, dann würde ich aber noch zurückspringen, muss aber auch ehrlich schon sagen, dass ich so die Funktionalitäten, die ich vorstellen wollte, auch bereits vorgestellt habe. Das heißt, was Sie gesehen haben, ist entsprechend der Check-in, wie er für den Nutzer aussieht, welche Vorteile es da entsprechend gibt. Daten werden gespeichert und eben zum einen, wie man den Account erstellt als Accountbetreiber, wie ich entsprechend den Standort, den Bereich einstellen kann, QR-Codes herunterladen kann und dann entsprechend, wie ich die digitale Kontaktliste aufrufen kann, beziehungsweise herunterladen kann und dann einsehen kann. Parallel dazu, nach dem Gespräch, Herr Sotter, können wir uns nochmal abstimmen, können wir natürlich auch nochmal eine bebilderte Anleitung mit dem Ganzen, was ich gerade gezeigt habe, parallel auch nochmal zur Verfügung stellen, wo das Ganze dann auch mal, sage ich mal, schriftlich als Schritte nochmal dargestellt ist. Ja, das ist sicherlich ein guter Hinweis, wobei ich tatsächlich glaube, ich müsste jetzt mal nochmal schnell auf die Seite vom Sportbund Rheinland klicken, auch wenn ich die ja tatsächlich in meiner Abteilung betreue und verwalte und mitorganisiere, habe ich sie aber nicht immer bis ins letzte Detail da drin, aber wir haben dort schon eine PDF hinterlegt. Mhm. Das gerade richtig gesehen habe, die genau diese Anleitung, wie komme ich da rein und so weiter. Perfekt. Also die finden Sie bestimmt auch an alle Teilnehmer
beim Sportbund Rheinhessen und auch beim Sportbund Pfalz auf deren Seite. Aber die Anleitung dürfte an der Stelle sicherlich nicht anders sein. Also ja, genau. Also die gleichen Schritte sehen vielleicht anders aus. Dass sie dem Sportbund Rheinhessen eine andere Anleitung zur Verfügung gestellt haben, als das für uns der Fall war. Nein, das sind die gleichen Schritte. Also ich habe es hier gerade auch parallel nochmal geguckt. Der Sportbund Rheinhessen hat es unter dieser Adresse, wenn jemand jetzt tatsächlich ganz genau bei seinem Sportbund nachschauen möchte und nicht die Seite vom Sportbund Rheinland aufrufen will, dann gerne dort einklicken oder sich zurechtfinden. Aber die Inhalte sind die gleichen, wie der Herr Hillebrand schon sagte. Okay, das ist dann die Frage von Gabi Stern. Frau Stern, ist damit Ihre Frage zu der Anleitung erledigt? Dann würde ich noch eine, dann habe ich hier noch, da wird die Frage gestellt, ist es möglich, den oder ist der QR-Code fest zusortiert oder muss ich den jedes Mal neu erstellen? Schrägstrich, kann ich jedes Mal, wenn ich eine feste Trainingsgruppe habe, den gleichen QR-Code nutzen? Also kann ich den ausdrucken, dem Übungsleiter in die Hand geben und der hat den in seiner Trainingstasche und wenn der kommt, steht er vorne an der Tür und die Leute gehen an ihm vorbei und checken diesen ein und er kann immer wieder den gleichen nutzen, bis er halt irgendwie das Papier durchgeweicht ist oder zerblättert ist. Oder muss er jedes Mal einen neuen erstellen? Weil die Daten dahinter immer Donnerstag, immer 14 bis 15 Uhr immer gleich bleiben. Genau, sowohl als auch. Also man kann das genauso machen, wie Sie gerade beschrieben haben. Das heißt, ich kann einen QR-Code für die Trainingsgruppe A, die immer donnerstags ist, erstellen. Der ist dann statisch und der kann dann immer wieder rausgeholt werden. Und ich kann entsprechend in der Kontaktliste immer genau sehen, Trainingsgruppe A die Woche, Trainingsgruppe B A die andere Woche und so weiter. Kann es entsprechend nachverfolgen. Falls es mal zum Beispiel dahin kommt, dass ganz normal auch wieder Events verfügbar sind, das heißt temporäre QR-Codes genutzt werden, dass ich wissen möchte, für dieses Event oder für dieses Spiel oder diesen besonderen Tag waren entsprechend Leute da, kann ich da auch, sage ich mal, temporäre QR-Codes erstellen, womit ich dann zum Beispiel nur ein Event, ein Spiel tracken möchte und danach eigentlich den QR-Code nicht mehr brauche. Okay. Zwei weitere Fragen. Kann man in die Kontaktliste, ich würde sagen ja, wenn ich das eben richtig verstanden habe, in die Kontaktliste einsehen, beziehungsweise wer kann die Kontaktliste einsehen? Sie haben ja eben diese Liste gezeigt, wo Sie da sich eingecheckt haben. Wer und wie kann man da einsehen? Genau, das kann der Account-Besitzer. Account-Besitzer heißt eben der, der den Account erstellt hat. Und das heißt eben derjenige, der den privaten Schlüssel hält. Nur derjenige kann entsprechend die Daten entschlüsseln und entsprechend die Kontaktliste anzeigen. Ja, auch da nochmal, wir als Betreiber des Ganzen oder irgendwelche anderen Nutzer können diese Liste nicht einsehen und können sie sogar technisch gar nicht einsehen, weil das eben nur über diesen privaten Schlüssel entsprechend anzeigbar ist. Bedeutet der Account oder Accountbesitzer ist ja in dem Fall der Verein, richtig? Entweder der Verein oder aber auch die Trainingsgruppe, der Trainer, je nachdem, wie man es gerade strukturiert. Ah, okay, je nachdem, wie der Verein strukturiert. Es kann auch sein, dass Mehrspartenvereine sind, die es abteilungsintern nochmal weitergeben. Genau. Eine weitere Frage, wenn man am Eingang eincheckt und später in der Halle auch nochmal. Sie haben ja da gezeigt, dass es verschiedene Ecken gibt, wo man einchecken kann, Umkleide, die ja erstmal wahrscheinlich trotzdem zubleiben, aber wenn man im Eingang eincheckt, Umkleide und dann in die Halle geht und diese Wege durchgeht und immer wieder schaut, dass da nicht zu viele Leute sind, wird man dann automatisch im Bereich Eingang ausgecheckt, wenn man den nächsten Bereich betritt? Genau. Also man ist dann nicht in zwei eingecheckt, sondern checkt dann quasi in dem einen aus und checkt in den anderen ein. Automatisch sozusagen, also der Nutzer merkt das in dem Sinne nicht, sondern er sieht dann einfach ein Check-in, klickt kurz Bestätigung und ist dann quasi drin. Mhm. Und dann entsprechend, wenn er wieder geht, wird er dann aus dem letzten Bereich, wo er eingecheckt war, auch gesamt ausgecheckt. Okay. Von meiner Seite vielleicht noch eine Sache, die der eine oder andere auch in den Medien ja verfolgen konnte. Herr Hillebrand, wir haben ja im Vorfeld auch schon mal uns per Mail dazu ausgetauscht. Der eine oder andere hat bestimmt die Aktion von Jan Böhmermann mitbekommen, quasi einchecken von fern in einen nachts geschlossenen Zoo. Wäre das
über die Inscribe-App oder die QR-Codes auch möglich, beziehungsweise welche Aktionen macht man dagegen, dass das vielleicht nicht missbraucht wird? Genau, ich sag mal so, man kann es nicht verhindern. Man kann es aber auch mit keiner Lösung verhindern. Das heißt, bei Inscribe können sich auch Leute einchecken, die aus welchen Gründen auch immer sich da gerne einchecken möchten. Das Ganze geht auch bei der Luca-App. Das Ganze geht aber eben auch bei der Corona-Warn-App, die ja jetzt entsprechend auch QR-Codes hat. Auch da kann man sich entsprechend endlos einchecken. Das heißt, da ist es immer auch, da sage ich gerne immer, unser Inscribe ist eben kein Allerheilmittel. Ja, es ist eben ein Tool, um uns allen zu helfen, diese Pandemie irgendwie in den Griff weiterzubekommen und auch im Griff zu halten. Das heißt, da setzen wir natürlich auch immer auf den guten Menschenverstand, dass es ja letztendlich etwas ist, um Leuten zu helfen, nicht um Leute in irgendwelche Repressalien zu bringen. Nichtsdestotrotz empfehlen wir natürlich, den QR-Code nicht irgendwie auf einer Webseite und so weiter zu veröffentlichen, um dann entsprechend dieses Einfallstor einfach zu minimieren. Ja, man kann es nicht ganz ausschließen, man kann es aber entsprechend minimieren. Also sprich den Leuten, die den QR-Code oder wenn er an der Halle irgendwie angebracht ist, den Leuten auch sagen, dass dieser nicht unbedingt fotografiert werden soll und weitergesendet werden kann, weil einfach nur mal gesponnen könnte es ja sein, ich habe irgendwie 10 Plätze in meinem Vereinsfitnessstudio oder in meiner kleinen Gymnastikhalle und wenn sich ein paar lustige Leute irgendwie einen Spaß machen wollen, dann checken sie von extern irgendwie ein und blockieren quasi den anderen, die eigentlich zu dem Zeitpunkt in die Halle wollen, die ganze Halle, obwohl keiner drin ist. Das wäre ja so ein Gedanke, der passieren könnte, wenn man das Ganze ein bisschen sabotieren möchte und da Schabernack treiben will. Was ich nicht glaube, dass das der Großteil macht oder dass das viele machen würden. Aber sie sagt es ja richtig, möglichst den QR-Code jetzt nicht wild in der Gegend rumschicken per Foto oder gegenseitig dann irgendwie vom Handy abscannen, sondern tatsächlich dem Übungsleiter vielleicht in dem Fall, die Frage kam ja vorhin, den QR-Code in die Tasche geben und sagen so, und hier einscannen und dann packt er den wieder weg. Genau. Weil es gibt ja wenige Vereine, die tatsächlich Bereich Eingang einchecken, Bereich, also zumindest im Moment noch nicht, Bereich Umkleide einchecken, Bereich Halle 1, Bereich Halle 2, Bereich Gaststätte oder sowas, sondern im Moment gibt es ja eigentlich nur Halle ja oder nein oder Sportraum ja oder nein, ein bisschen weiter gefasst. Okay, eine Frage noch hier. Werden die Anwesenheitslisten an das Gesundheitsamt übertragen, wenn ein Infektionsfall auftritt? Nein. Also da ist entsprechend die andere Seite. Das heißt, da wird entsprechend der Trainer etc., der als Kontaktperson auch benannt wird, kontaktiert. Und dann, sage ich mal, ist das die Richtung darüber, dass dann die Kontaktlisten weitergegeben werden müssen an das Gesundheitsamt. Den anderen Weg, den sehen wir im Moment noch nicht als praktikabel. Um da einfach nur das Beispiel, was Sie eben genannt haben, die Luca-App zu nennen, die ja das Prinzip verfolgt, dass zum Beispiel da die Kontaktliste nur von Gesundheitsämtern eingesehen werden kann. Ja, das funktioniert aber auch dann nur so lange, bis das regionale Gesundheitsamt auch an diese App angeschlossen ist. Und da gibt es im Moment jetzt den Fall, dass entsprechend dann der QR-Code genutzt wird, die Daten gesammelt werden, auf die nur das Gesundheitsamt zugreifen kann, das Gesundheitsamt aber nicht angeschlossen ist. Das heißt, unterm Strich leider niemand an die Kontaktliste kommt. Darum haben wir uns jetzt hier für einen Ansatz entschieden, um diese Verantwortung letztendlich, sage ich mal, zum Trainer, zum Account-Ersteller zu geben, um die Übermittlung halt in jedem Fall gewährleisten zu können. Okay, ich habe die Frage falsch gestellt, habe ich gerade gesehen. Ich hätte fragen sollen, wie werden die Anwesenheitslisten an das Gesundheitsamt übertragen? Also im Fall der Fälle, es kommt zu einem Infektionsfall. Sag jetzt mal, ich war drin, ich bin infiziert. Und wie geht es dann weiter? Muss ich das aktiv als Infizierter dann irgendwie in meiner App nochmal eintragen oder bekommt der Verein automatisch irgendwie eine Meldung, hier gibt es einen Infizierten in deinem Punkt oder wie läuft das ab? Genau, also ein automatischer Prozess ist es in dem Sinne nicht. Das heißt, es wird jemand kontaktiert, der eben als Kontaktperson genannt wird, wie zum Beispiel eben der Trainer. Und das heißt, dass der Trainer muss dann entsprechend sich einloggen in die Lösung und entsprechend die Kontaktliste herunterladen. Beziehungsweise erst entschlüsseln und dann herunterladen. Ja, eine Frage von Klaus Wilzner. Gibt es einen Unterschied, beziehungsweise wo ist der Mehrwert der Inscribe-App gegenüber der Luca-App? Der Hintergrund schreibt er, dass er so nach dem Motto nicht noch eine App, habe doch schon die eine
um mich beim Shopping anzumelden. Genau, also darum haben wir eben auf keine App-Lösung gesetzt. Das heißt, hier muss man sich sein Smartphone nicht mit weiteren Apps blockieren. Hier kann ich entsprechend ganz einfach über die Website, ich habe dann kein Icon auf dem Handy oder sonst was, ich kann ganz einfach, wenn ich es eben benötige, den QR-Code scannen, mich einchecken und bin entsprechend drin, ohne mich erst irgendwann bei einer App entsprechend registrieren zu müssen, runterladen zu müssen, etc. Okay, dann müssten wir es eigentlich anders beschreiben, jetzt nicht einfach nur Inscribe-App sagen, sondern klar definieren, dass es eine Web-App ist. Genau. Also entsprechend das Ganze browserbasiert ist und nicht genau. Auf dem Handy abgespeichert wird. Okay, Herr Würz, ich hoffe, das hat den Unterschied gebracht. Und dann ist der Herr Jahns ganz aktiv schon dabei, hat versucht, einen Account anzulegen. Er konnte über den QR-Code in den Bereich kommen und konnte sich auch wieder ein- und austragen. Aber wie kommt er von dort jetzt in das Dashboard? Da einfach über die Seite, also einfach über inscribe.sport-rheinland.de. Und da sehen Sie dann, ich mache das einfach mal kurz, hier landen Sie dann und hier sehen Sie unten den Login-Knopf. Und darüber können Sie sich entsprechend dann in Ihren Account einloggen. Okay, Herr Jahns, probieren Sie das gerne mal aus. Schauen Sie mal rein. Guck mal parallel hier in dem F und A. Also neben dem Chat haben wir ja noch eine zweite Möglichkeit, Fragen und Antworten. Da ist noch ein bisschen was aufgelaufen. Herr Brill, Vorteil gegenüber Luca-App haben wir, glaube ich, beantwortet. Wöchentlich wiederkehrende Einheiten, neuer QR-Code haben wir auch beantwortet. Kann man die Teilnehmerliste monatlich auswerten oder gibt es irgendwie Termine eines Monats, die man in eine Übersicht bringen kann? Meinen Sie das genau? Also was man machen kann, ist die Kontaktliste auf Tagesbasis herunterladen. Was ich natürlich dazu sagen muss und da auch nochmal mit Verweis auf die Corona-Schutzverordnung, werden die Daten natürlich 30 Tage nur vorgehalten, wie es letztendlich auch gesetzlich gefordert ist und danach entsprechend automatisch auch gelöscht aus der Anwendung. Das heißt, da würde ich empfehlen, auch die Daten dann runterzuladen, wenn sie gebraucht werden. Man kann sie natürlich auch nochmal offline vorhalten. Genau. Ja, aber auch da gilt ja Datenschutz und so weiter und die Corona-Schutzverordnung, dass die Daten auch nicht länger als 30 Tage aufbewahrt werden dürfen. Also Frau Frei-Hermann hat die Frage gestellt, ich wüsste jetzt nicht, wenn die 30 Tage rum ist, für was man diese Liste dann noch behalten möchte, weil man hat sie ja tatsächlich nur für diese eine Form der Kontakterfassung, Kontaktnachverfolgung eben aufgesetzt und dazu die Freigabe. Und wenn man wissen will, wer in seiner Gruppe irgendwie Mitglied ist oder wer da ist, dann muss man das sicherlich über einen anderen Weg nochmal notieren. Die maximale Teilnehmerzahl, die man eingeben kann, das haben wir auch schon beantwortet. Auf Tagesbasis, okay, Frau Frei-Hermann, das ist die Frage beantwortet gewesen. Jetzt kommt noch eine von der Frau Stern. Frau Stern, das habe ich nicht ganz verstanden, aber es war wahrscheinlich auf die Antwort vom Herrn Hillebrand gerade. Sie schreiben, das heißt, man kann Inscribe erst mit 1 bis 2 Personen testen. Genau. Also, kann ich jetzt von meinem Verein steigt jetzt irgendwie neu ein und ich als Dominik Sonntag trage mich ein, erhalte diesen Account und kann ich in der Testversion, um das ein bisschen auszuprobieren, ist das was für meinen Verein, dem Klaus Müller, eben auch noch den Zugang eben schicken, beziehungsweise hier registriere ich mal unter TV Sportmeister und jetzt probieren wir das mal aus, wie das funktioniert. Absolut. Und da kann man auch einfach dann, also wir haben auch schon Leute erlebt, die dann, sag ich mal, für zu Hause erstmal zum Testen einen QR-Code gemacht haben, wenn wir die Familie an den Esstisch eingecheckt haben. ist letztendlich alles einfach möglich, um einfach mal auszuprobieren, rumzuspielen. Wie gesagt, auch da alles kostenlos. Einfach mal schauen, ob das eben die richtige Lösung ist. Ja, wenn du bei der Großfamilie dann der wie bei Reise nach Jerusalem weg ist, dann kommt man zu spät und kriegt ein rotes Kreuz beim Abendessen. okay, aber die Frage haben wir richtig weitergegeben von der Frau Stern. Ich gucke nochmal in das F&A rein, da ist keine weitere Frage reingelaufen. Das ist noch eine spannende Frage vom Nachname wird mir nicht angezeigt hier, Wolfgang. Was ist nach Corona? Blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Was ist nach Corona und mit dem Datenschutz? Also wenn Corona mal vorbei ist und diese
Geschichte weg ist, dass man auch diese 30 Tage beispielsweise hat, ist die App dann nutzlos oder wird die App so weiterentwickelt, dass man dann in Zukunft irgendwie auch den digitalen Check-in, digitalen Eintritt irgendwie organisieren kann? Also ich spinne einfach mal so ein bisschen weiter. Ich habe mein Wochenendspiel in der Halle oder auf dem Platz und ich habe ja da immer meinen Kassenmenschen sitzen, der sein Kleingeld geholt hat bei der Bank mit seiner kleinen Kasse und da irgendwie kleine Zettel irgendwie abreißt, Coupons für Getränke oder für den Eintritt eben ausgibt und der so eine große Wechselgeldkasse da hat, das Wechselgeld organisieren muss und, und. Gibt es da Ideen oder Gedanken, dass man das weiterentwickelt, dass man da über diese App einchecken kann und quasi auch direkt bezahlt und sich auch hinterher wieder auschecken kann? Vorteil wäre ja auch, der Verein hat dazu auch gleich digital eine Zählung, wie viele Zuschauer da sind. Vielleicht kann man auch die Leute über zwei verschiedene QR-Codes einchecken, so nach dem Motto, du bist ein VIP-Gast, du zahlst nichts. Oder du bist einer, der zahlt den vollen Preis oder den ermäßigten Preis, dass man darüber eben irgendwas machen kann. Und das, wenn der VIP-Gast nichts bezahlt, müsste der vielleicht irgendwie noch einen Code zusätzlich eingeben. Gibt es so Gedankenspiele, das weiterzuentwickeln nach Corona? Also ich sag mal, auf der einen Seite wird uns wahrscheinlich leider das Corona-Thema auch noch in den nächsten Monaten, zumindest was Kontaktnahverfolgung angeht, verfolgen. Da kommt es natürlich darauf an, Sie hatten eben die 30 Tage angesprochen, was da dann für gesetzliche Regularien gefunden werden. Das ist der eine Teil, der Corona-basiert ist. Aber der andere Teil, ein ganz großes Ja. Also wir überlegen uns jetzt gerade schon aktiv und haben auch schon begonnen zu entwickeln, eben was denn eigentlich der Mehrwert nach Corona sein kann und eben genau solche Features reinzubringen, wie Sie gerade angesprochen haben. Oder eben zum Beispiel auch noch, wenn es irgendwie ein Spieltag ist, also verschiedene Wettbewerbe, wie auch immer stattfinden, nochmal digital Informationen, wann, wo, was stattfindet, weitere Informationen anbieten kann darüber. Aber eben dann auch, Sie haben es gerade angesprochen, sage ich mal, das Registrieren oder Anmelden für ein Event vorab. Also ich eben sagen kann, ich habe hier irgendwie einen Kurs oder eine Probierstunde. Da möchte ich gerne mal, dass die Leute sich vorab anmelden. Und dann kommen sie entsprechend, sage ich mal, da arbeiten wir gerade darum, dass man das QR-Code-Prinzip einmal umdreht. Das heißt, da kann dann zum Beispiel dann der Trainer oder derjenige, der im Empfang steht, ein Smartphone mit der Kamera angeschaltet nutzen und der Gast kommt dann entsprechend mit dem QR-Code geöffnet auf dem Smartphone an und wird dann entsprechend darüber registriert und eben abgeglichen, ob er sich vorher angemeldet hat, ob er eben auf der Gästeliste sozusagen steht oder eben nicht. Also absolutes großes Ja und da sind wir eben auch gerade absolut offen dafür, also auch an die komplette Runde hier. Wenn Sie da eben noch Features oder Mehrwertideen sehen, wo Sie eben sagen, okay, ja, digitale Lösung wird da absolut Sinn machen, sind wir super offen. Also alles zuschicken, was Ihnen da auch in den Kopf kommt. Und Herr Sonntag, da können wir sicher auch nochmal drüber sprechen, dass wir uns mal die Köpfe zusammenstecken, was da aus Ihrer Sicht auch für Ihre Vereine dann absolut sinnvolle Sachen wären, die eben auch nach Corona noch einen Mehrwert liefern. Ja, da ist sicherlich dann irgendwie im Optimalfall auch eine Abstimmung mit den anderen beiden Sportbünden sinnvoll. Also dass wir nicht eins zusammensetzen, sondern in dem Fall die drei Sportbünde an einen Tisch holen. Und wenn die Vereine irgendwie Ideen haben, entweder, wie Sie gerade schon angeboten haben, direkt an Sie. Kontaktdaten haben Sie vielleicht auf der letzten Folie. Habe ich nicht, aber die können wir vielleicht im Nachhinein noch einmal kurz teilen. Oder wir teilen es hinterher oder Sie können es gerade in den Chat reintippen. Mhm. E-Mail oder eine Telefonnummer, das reicht ja schon, wo man Sie erreichen kann. Zwei Fragen sind noch hier gekommen. Einmal, wo kann man in der Einstellung die maximale Teilnehmerzahl eintragen für den Raum? Können Sie das vielleicht nochmal kurz zeigen? Ja, geben Sie einen Moment. Ich schreibe kurz hier. Ich schreibe einfach meine E-Mail-Adresse. Genau, da müssen Sie nur angeben, dass Sie an alle Zuschauer und Diskussionsteilnehmer ausgewählt haben im Chat. Versenden an, oh ja. Alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Jawohl. Genau, um die Frage kurz zu beantworten, das ist eben was ich jetzt gerade noch nicht aktiv zeigen kann.
Das wäre eben was, was wir entsprechend nochmal nachreichen. Diese Funktionalität wird jetzt sehr zeitnah auf der Instanz auch freigeschaltet. Und dann können wir auch entsprechend die Anleitung nochmal kurz erweitern, um das einmal kurz dann vorab zu beschreiben. Die Option, ich meine, Sie haben ja eben gesehen, wo man entsprechend die Zeit zum automatischen Checkout einstellen kann. Darunter wird dann entsprechend ein weiteres Feld sein, wo die maximale Anzahl der Personen eingestellt werden kann, also beispielsweise 20. Und dann gilt hier entsprechend für den Standort. Jetzt habe ich hier einen IT-Fachmann anscheinend auch in der Runde. Klaus Wirz fragt, sinnvoll ist es doch für die Mehrwertideen, irgendwie einen sogenannten SPOC einzurichten? Ja, das weiß ich nicht, ob es eine technische Frage ist, also Single Point of Contact. Ich glaube eher, dass es darum geht, eine Person zu benennen, die die ganzen Mehrwertideen einsammelt. Ja, also entweder können wir das direkt quasi in Direktkontakt, Herr Wirz, wenn Sie da was haben, direkt an den Herrn Hillebrand, dann kommt es, glaube ich, direkt auch allen Vereinen zugute. Wenn der eine oder andere das aber gerne irgendwie über den Sportbund machen möchte, dann gerne eine E-Mail an diese Adresse hier senden. Dann landet es nämlich bei mir erstmal, beziehungsweise bei mir in der Abteilung. Und wir können es weitergeben. Also so können wir das natürlich auch machen, wenn da nicht der direkte Kontakt gesucht werden möchte. Und dann hatte ich noch eine Frage vom Daniel Klink aus Trier. Ob man die Mehrwertfunktionen an irgendeiner Stelle zusammentragen kann, sodass man das den Verein nochmal geben kann, so wie wir die Anleitung eben gezeigt haben. Vielleicht irgendwie nur mit einer Stichpunktliste. Und wir den Verein das nochmal darstellen können, die das wiederum an ihre Mitglieder weitersenden können. Hier, wir nutzen jetzt die InScore-App, weil das den und den Mehrwert für uns als Verein bringt. Und ihr, wie Sie eben schon mal gesagt haben, ihr braucht keine zusätzliche App, sondern ihr könnt das über die webbasierte Variante downloaden. Ihr müsst euch nur einmal registrieren und das am besten im Vorfeld. Datenschutz und solche gesagt. Also wenn es irgendwie 5, vielleicht maximal 10 Mehrwertpunkte gibt, wo Sie sagen, das ist ein Mehrwert von der InScribe Web-App, dann könnten wir das mit auf der Homepage platzieren und den Leuten so ein bisschen eine Hilfestellung für ihre Vereinskommunikation geben. Gerne, da kümmere ich mich drum. Okay, dann senden wir das im Nachgang mit der PowerPoint, wenn Sie uns die auch zur Verfügung stellen, an die Teilnehmerliste nochmal rum, beziehungsweise können dann diese Mehrwertliste auch online stellen. Ja, die ersten bedanken sich schon, müssen leider aussteigen. Ich gucke mal gerade, was die Uhrzeit sagt. Ich glaube, wir sind auch ganz gut in der Zeit. 19.20 Uhr bei mir. Sollten jetzt noch irgendwo Fragen sein, dann können diese natürlich gerne gestellt werden. Ich sehe aber jetzt erstmal keine weiteren, glaube ich. So dass ich sagen könnte, muss noch einen Teilnehmer quasi noch hier nachschieben. Andreas Maurer, du hast noch eine. Besteht die Möglichkeit, ein Pflichtfeld zu definieren, Anerkennung der Corona-Vorgaben? Andreas, das habe ich nicht ganz genau verstanden. Kannst du das nochmal konkretisieren? Also wenn es darum geht, also es gibt ja dann entsprechende Vorgaben, genau, dass man eben sagt, Maske tragen, Abstand halten und so weiter. Okay. Also da kann man, also theoretisch, also auch praktisch, ja. Da müssten wir nur allerdings uns einmal abstimmen, weil das, sage ich mal, auf Instanzebene passiert. Das heißt, wenn wir das eintragen, wäre es quasi für alle Accounts aktiviert. Das heißt, da müssten wir einmal eben schauen, ob das dann, sage ich mal, für alle Accounts, die entstehen, das gleiche ist und natürlich dann eben einmal abstimmen, welches Dokument oder welche Verhaltensregeln entsprechend dargestellt werden sollen. Die sind auf Mute, Herr Sonntag, falls das Ihnen weiterhilft.
Hört man mich wieder? Jetzt höre ich Sie. Nur. So, Herr Lippmann, wenn Sie jetzt noch mal was sagen, dann. Hallo, Test? Ja! Jetzt höre ich Sie. Wunderbar! Das ist seltsam gewesen jetzt. Warum denn jetzt hier plötzlich der Ton weg? Weil. Hier kommt noch von Klaus Witz noch mal eine Frage rein. Kann ich jetzt nicht so ganz zuordnen, weil ich gerade nichts gehört habe. Herr Hillebrand, können Sie das? Entdecken, ich glaub, es ist, zusortieren, beantworten? Wo ist sie reingekommen? Im Chat, hier der Klaus Wirz schreibt dazu, diese sind ja doch sehr unterschiedlich und nicht immer gleich von Zeitraum und Ort. Wahrscheinlich meint er die Corona-Verordnung oder die Corona-Vorgaben. Aber hier wird nochmal ein Zusatz, Gabi Stern bringt nochmal AGBs gelesen, keine Symptome und so weiter. Gibt es da einen Zusatzbutton oder kann man das irgendwie mit einklicken? Genau, das wäre eben die Checkbox und das meine ich eben, was vielleicht da sinnvoll wäre, dass wir vielleicht so, sage ich mal, aus Sportbund Rheinland-Sicht vielleicht gemeinsam ein Dokument aufsetzen, was eben so formuliert ist, dass es, sage ich mal, für alle ihre Vereine gültig ist, entsprechend die Regelung zusammenfasst und da entsprechend, dann können wir eben diese Checkbox ganz einfach mit einbauen. Wir haben eben dann, sage ich mal, nur die Einschränkung, dass wenn wir die Checkbox einbauen, sie eben für alle Accounts eingebaut ist und eben auf das gleiche Dokument verweist für alle Accounts. Das heißt, da müssten wir eben ein Dokument finden, was eben alle Accounts bzw. alle Richtlinien oder Verhaltensregeln entsprechend mit abdeckt. Okay. Ja, von meiner Seite, ich lasse jetzt nochmal eine Minute ins Land gehen. Hier kommt noch eine Frage rein. Was ist mit negativen Testdokumenten? Das kann ich jetzt leider auch nicht so richtig zuordnen. Negative Testdokumente, Frau Tetart oder Vitart, Entschuldigung, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Was meinen Sie mit negativen Testdokumenten? Oder Herr Hillebrand, können Sie das zuordnen? Ich würde mal vermuten, dass man entsprechend nochmal einen zweiten Button hat, der sagt, ich bin negativ getestet, beziehungsweise habe einen aktuellen negativen Corona-Test. Und da eben also die gleiche Antwort wie zuvor. Wir können da eine weitere Checkbox einbauen. Das wäre aber eben was, wo wir dann, sage ich mal, nochmal Feedback bräuchten, ob das für alle dann in Ordnung ist, weil auch da die Checkbox wäre für alle entsprechend die gleiche. Das ist ja tatsächlich auch ein Gedanke, der jetzt ganz aktuell dazukommen könnte. Man hat ja gelesen jetzt gestern, vorgestern in der Presse, dass Geimpfte dann entsprechende Freigaben erhalten, Freiheiten wieder zurückbekommen und dass zum Beispiel auch bei Zusammenkünften Geimpfte nicht mehr mitgezählt werden. Das würde ja auch, ohne es jetzt tatsächlich genau zu wissen, wie es am Samstagabend wahrscheinlich im Bundesgesetz veröffentlicht wird, dazu kommen, dass dann, wenn 20 Leute in der Halle sind, die Geimpften ja nicht mitgezählt werden. Und das würde ja dann dazu kommen. Habe ich irgendwie so einen Impfnachweis, habe ich einen negativen Test? Ein negativer Test zählt nicht, aber ein Impfnachweis oder Genesener, dann würde ich ja dazukommen und könnte diese Gruppe vergrößern. Absolut. Und da ist eben die Schwierigkeit, dass es eben nicht klar definiert ist, also ob zum Beispiel jetzt Genesene die gleichen Rechte haben wie Geimpfte, auch das sind ja eben noch Fragen. Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, dass wir leider in Deutschland keinen digitalen Impfpass haben bisher, ja, und da eben noch auf das Papierdokument setzen müssen, was einfach eh immer schwierig ist, mit digitalen Lösungen zu verkoppeln. Also wir werden das natürlich beobachten und eben schauen, was muss auch angepasst werden. Aber im Moment ist da eben einfach schwer, eine Aussage zu treffen, wie dann das genau aussehen muss. Okay. In die gleiche Richtung ging ja auch nochmal Klaus Wirz, Freigaben für Geimpfte. Ich glaube, das haben wir jetzt mit drin gehabt. Wir haben 19.26 Uhr. Aus meiner Sicht ein sehr interessantes, sehr innovatives, natürlich was das Thema angeht, Webseminar. Vielen Dank, Herr Hillebrand, für die ausführlichen Antworten, dieses sehr lebhafte und interaktive Webseminar, auch die Einführung dazu, wie die Web-App funktioniert, die Rückmeldung auch im Chat schon. Vielen Dank dafür.
Wir bleiben in Kontakt sicherlich. Wir werden die Informationen oder die Ideen von den Vereinen dann weitertragen an Sie, sicherlich in Absprache Gerne. mit den beiden Sportbünden noch. Und wenn Rückfragen zu diesem Webseminar sind, dann gerne auch per E-Mail nochmal an den Herrn Hillebrand direkt oder irgendwie über mich. Dann kriegen wir das auch hin. Im Nachgang gibt es dann die Präsentation und diese Mehrwertliste noch, die wir dann auch online stellen. Und die aufgezeichnete Version dieses Webseminars, die stellen wir dann in der nächsten Woche in unserem YouTube-Kanal online, sodass das auch nochmal im Verein nochmal nachgeschaut werden kann. Wenn man das im Verein, im Vorstand irgendwie nochmal weitergeben möchte, dann kann man sagen, okay, schaut euch da nochmal an, klickt euch rein und dann können Sie auch nochmal die ganzen, auch die Fragen und Antworten, die haben wir ja auch mit drauf, nachhören, nachschauen, nachlesen, sodass man da alle auf einen Stand hat. Vielen Dank, Herr Hillebrand, für Ihre Zeit, für Ihr Engagement. Vielen Dank für die schöne Kooperation, die wir jetzt mit dem Sportbund Rheinland und der Kokos AG starten konnten. Die hilft den Verein sicherlich an vielen Stellen sehr. Von meiner Seite bleibt es allen einen schönen Abend zu wünschen. Und ich werde dann an der Stelle unsere weiteren Partner, unseren Sportbund Rheinland-Partner nochmal ins Bild setzen, nämlich unseren Werbeblock starten. Und Herr Hillebrand, werden wir uns wieder hören, per Telefon oder per E-Mail. Ihnen auch einen schönen Abend und guten Start dann morgen ins Wochenende. Ihnen auch und vielen Dank an alle. Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.